Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Indexsektion Informationstäter. Heute ist Sonntag, der 9. September 2018, und in den letzten Ausgaben hatten wir miteinander darüber gesprochen, der Dow Jones sieht stark aus. Der Dow Jones hat es geschafft, eine trendbegrenzende Linie rauszunehmen. Noch viel wichtiger, diese horizontale Widerstandsmarke, noch aus Februar dieses Jahres Widerstand gewesen. Und jetzt nachhaltig diese Widerstandszone rausgenommen. Und zuletzt, die miteinander besprochene Prognose war, es gibt die Möglichkeit, dass entweder der Dow diese Lücke zumacht, diese ehemals trendbegrenzende Linie testet und dann anfängt zu laufen, oder dass der Dow Jones doch einmal an diese horizontale Marke bei 25.700 zurückkommt und dann anfängt zu laufen, dass diese beiden Szenarien von mir präferiert werden. Weniger präferiert ist, dass diese Unterstützung im Bereich von 25.700 Punkten per Tagesschlusskurs bärisch aufgegeben werden sollte. Das war zu dem Zeitpunkt, als gerade dieser Ausbruch stattgefunden hat. Und wir sehen, dass wir hier in einer Stunde, das hier ist die Hauptbewegung, ist der Impuls. Und da haben wir eine Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge. Also der Markt steigt, konsolidiert, steigt. Jetzt konsolidiert er wieder. Passend zu der Zone von 25.700, für den Fall, dass der Markt noch einmal eine Ehrenrunde drehen möchte, hier runter kommen will, hier unten ist die 200-Stunden-Linie, 25.700, die untere Begrenzung der Bullenflagge, diese übergeordnete horizontale, ehemals Widerstand, jetzt Unterstützung und per Tagesschluss und aktuell noch ein bisschen steigen, die 25.740 mit der 20-Tage-Linie, da ist schon ganz schön viel Unterstützung. So, Unterstützung auf der einen Seite, wer sich für die Unterstützung entscheidet, hat potenziell mehr Bewegung, die er traden kann, hat aber eine kleinere Wahrscheinlichkeit. So, das prozyklische Signal, spekulativ, Bullenflagge wird bullisch aufgelöst, oberhalb der 26.000 per Stundenschlusskurs, spekulativ. Ansonsten konservativ warten, bis die 26.700 rausgenommen worden ist. Dann eine größere Wahrscheinlichkeit in Richtung hier. Offene Lücke, die geschlossen werden kann im Bereich von 26.400, gegebenenfalls Allzeithoch. Und deswegen das mehr bullische Bild bleibt nach wie vor beim Dow Jones erhalten. Ganz anders im Übrigen sieht es beim DAX aus, der schwach aussieht, auch wenn er in Richtung Unterstützungen reinläuft. Wir haben fast zwei verschiedene Welten, muss man sagen, wenn man sich Europa und USA anguckt. Übrigens, wenn Sie sagen, ja, DAX interessiert mich, Link ist oben rechts hier in der Infobox, sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Und wenn Sie immer wieder diese Ausgaben schauen und sagen, erstaunlich, wie häufig dieser Mann bei so einem volatilen Index mit nur 30 Werten richtig liegt. Und wenn Sie sagen, ich würde das gerne auch rauslesen können aus dem Chart. Wissen Sie was? Da gibt es eine Systematik dahinter. Die kann man erlernen und dann kann man sie anwenden. Und dann können Sie nämlich Ihre Zeit in sich selbst investieren, anstatt die nächste Analyse und die übernächste Analyse und die überübernächste Analyse sich anzuschauen. Und jeder sagt am Ende was anderes. Und wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Und deswegen sage ich auch, verlassen Sie sich nicht auf mich, sondern kommen Sie zu unserem Mentor-Programm. Und wenn Sie nach dem Seminar sagen, nö, ich habe nichts gelernt, dann kriegen Sie Ihr Geld zurück. Ohne Wenn und Aber. Sie sind herzlich eingeladen, sich über unser Mentor-Programm zu informieren. Ansonsten das aktuelle DAX-Video. Ebenfalls sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Mein Name ist Esna Schari und ich wünsche Ihnen eine gelungene Handelswoche.